Das Niedersächsische Wirtschaftsjournal zu Besuch auf der CeBIT 2014. Unterwegs treffen wir Herrn Gerke von Gerke Econ. Herr Gerke als Steuerberater, was führt Sie hier zur CeBIT? Ja, wir sind einer der großen regionalen Spieler für den Mittelstand und sind eben sehr breit aufgestellt. Und deshalb haben die Mandanten, unsere hauptsächlich mittelständischen Mandanten, die Erwartungshaltung, dass wir eben auch eine Meinung haben, was verändert die Businesswelt von morgen. Und dazu bin ich eben hier, nicht nur weil wir selber mega IT-lastig sind, und ich bin im Partnerkreis, wir sind 8 Partner, der Partner, der für IT zuständig ist. Also nicht nur, weil wir hier selber unsere Lieferanten besuchen, sondern einfach, um sich klug zu machen, wohin bewegt sich die IT-Welt. Ich habe auch einige Mandanten, die auch selber hier ausstellen, die auf dem Niedersachsen-Stand sind, im Mittelstandsbereich sind. Also insofern ist es eine Mischung von beidem. Ja. Ja. Wie beurteilen Sie das neue Konzept, dass nur Fachpublikum zugelassen ist? Also ich glaube, die Frage müssten Sie mir stellen, wenn ich am Samstag hier wäre. Aber momentan würde ich sagen, finde ich es angenehm, dass es eben etwas weniger Personen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Konzept langfristig weise ist, weil wenn ich die Schüler von heute, die ja mal IT-Nachwuchs morgen sein sollen, aussperre, wie soll ich die für das Thema IT faszinieren? Also hat Vor- und Nachteile, wie vieles im Leben. Ja, es bleibt spannend. Wir werden es sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag. Dankeschön.